Hallo und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Like Games 2015. Ich möchte einmal ein neues Format, sage ich jetzt mal, auf meinen Kanal stellen. In dem Format stelle ich die Sprache Latein vor. Das ist die Sprache der alten Römer und so geht sie. Ich mache das mal in Lektionen, weil es da einfacher zu lernen ist. Sol, die Sonne. Adere, brennen. Silentum, die Ruhe. Esse, sein. Non, nicht. Venire, kommen. Non iam, nicht mehr. Subito, plötzlich. Die Klammern hier, das hier in Klammern hier hinten, das plötzlich so geschrieben, das ist, so habe ich das gemacht. Das wäre, wenn die Römer unsere Sprache sprichten, würde es kein Ö geben, sondern so ein OE. Ja, weil das O hat ja nicht so eine lateinische Herkunft wie die anderen Buchstaben, also das Ö. Okay, dann machen wir mal weiter mit Vokabeln. Villa, das Haus bzw. das Landhaus. Clamare, schreien. Das Gegenteil davon ist natürlich Tacere, schweigen. Oder beziehungsweise ruhig sein. Asinus, der Esel. Et, und auch. Insula, die Insel. Oder das Mehrfamilienhaus. Die Römer hatten immer zu Familienhäusern, also Mehrfamilienhäusern, immer Insula gesagt. Das ist auch schnell zu verwechseln mit der Insel. Latein ist eine Sprache, man muss aus dem Sinn her übersetzen. Man darf nicht das lesen, was da steht. Man muss es manchmal schon etwas umändern. Sonst steht dort auf Lateinisch, ich wohne in einer Insel, und man übersetzt das so. Das ist auch in Arbeiten dann auf dem Gymnasium falsch. Ehrlich gesagt, ich bin auch erst Sechste und ich lerne diese Sprache. Also mir macht sie auch sehr viel Spaß. Deswegen habe ich jetzt ein neues. Deswegen stelle ich jetzt mal in meinen neuen Let's Plays die Sprache vor. Also dann mal weiter mit dieser Sprache. Stare. Da. Oder. Also dastehen oder stehen. In hat den gleichen Wert oder Bedeutung wie im Deutschen. In, an, auf, nach, gegen, über. Also es hat mehr Bedeutungen im Lateinischen als im Deutschen. Hier seht ihr wieder, ich habe hier wieder die, wie die Lateiner, also die Römer es schreiben würden, hingemacht. Okay, weiter. Navigare, segeln. Bei Navigare kann man sich sehr schnell vertun. Navigare heißt zwar segeln, aber man könnte es mit navigieren verwechseln. Dann mal weiter. Inquitare oder inquito. Antreiben, anfeuern. Und jetzt stelle ich euch mal einen Satz vor. Dages Asinus, sei ruhig, du Esel. Also wer hier intensiv zuguckt, der hat gesehen, dass es hier ist im echten Wort, also im ursprünglichen Wort, dass er jetzt etwas zu viel gekennzeichnet wurde, das RE.
Das hat einfach was damit zu tun, wenn ich das mal so sagen darf, dass die Römer faul waren, dann ist es nämlich so, die wollen nicht noch sagen, da ges und dann ich auf Lateinisch. Das Ich hatten sie natürlich auch. Ich war Ego oder mich war me. Das me könnte man auch aus den lateinischen, nicht aufs. Das lateinische Wort ist me für mich und im Englischen heißt es me, wenn es aufgefallen ist. Das habe ich hier zwar nicht hingeschrieben, aber ich mache das mal ergänzen. Ich ergänze das mal kurz. Ego, Komma, me. Ich, mich. Wer das nicht verstanden hat. Wenn ich das mal so da sagen darf. Englisch ist eine Mischung zwischen Latein und Germanen. Ich will hier nicht unsinnig Geschichtsunterricht machen, aber die Angelsachsen, das ist ein germanisches Volk gewesen, oder die Angeln besser gesagt. Jetzt kennen wir es unter den Engländern. Die Angeln sind nach England gegangen. In England, also nicht in England, sondern nach Großbritannien. Darauf sind die Engeln, wie auch immer, gestoßen. Dort waren aber schon die Römer in Großbritannien. Und da hat sich mittlerweile in der ganzen Zeit die Sprache vermischt und aus me ist jetzt me geworden im Englischen. Ja, und das war's auch schon mit dem ersten Part. Schreibt doch in den Kommentaren, wie hat euch die lateinische Sprache gefallen? Was für Wörter wollt ihr noch wissen? Die kann ich nämlich alle nachschlagen. Und wollt ihr überhaupt mal diese Sprache kennenlernen, genauer noch mit den Geschichten, wie die Sprache entstanden ist? Weil ich mache hier nur das, was ich brauche, wie ich das hier formuliere. Wenn ihr noch was Genaueres wissen wollt, natürlich, ich kann auch nicht alles sagen. Ich gehe noch in die 6. Klasse. Ich mache das hier alles aus dem Buch rausholen. Aber trotzdem. Ich mache das wirklich hier, wie es im Buch steht. Die Vokabel. Aber das tut jetzt gar nichts zur Sache. Wie ich sagte, ich hoffe, euch gefällt die lateinische Sprache, die Sprache der Römer. Ich hoffe, sie hilft euch etwas weiter. Zum Beispiel im Studium braucht man die ja. Natürlich werde ich mich jetzt nicht auf Medizin hier spezialisieren, aber ich finde, Latein ist eine sehr einfache und schöne Sprache, da man vieles auch kennt. Zum Beispiel Villa, das Landhaus. Villa wird ja auch oft im Deutschen benutzt. Und wenn man dann auch, gerade wenn man sich selbst versucht, ein paar Sätze zu bilden, kann man eigentlich schon sich das gut merken. Und Navigare kann man sich ja auch navigieren merken beim Segeln, nur halt nicht alles durcheinander bringen. Okay, damit verabschiede ich mich hiermit wirklich. Ich bringe dann auch noch andere Videos von Latein raus und dann sage ich erstmal, guckt meine anderen Videos und tschüss, bis bald.